dann geht's auf einmal hoch und dann denkt sich jeder, ach, hätte ich Was doch ist mal. die Letzten Tage im Kryptomarkt geschehen? Warum ist der Bitcoin so gestiegen? Wie schaut's bei Puls X, bei Puls aus? Was gibt's für Neuigkeiten? Was ist passiert, nachdem BlackRock ein Bitcoin Spot ETF beantragt hat bei der SEC? Und welche anderen großen Firmen sind noch mit dabei? In diesem Video wird alles geklärt, also vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, kommentieren, folgt gerne meiner Gruppe und buch dir gerne ein Gespräch mit mir persönlich, dass wir uns über deine individuelle Situation auch nochmal so unterhalten können. Viel Spaß beim Video. Hier sind wir auf dem PulseX Rep Pulse Chart und wie wir sehen können, ist ja, PulseX immer noch vom All-Time-High, vom Allzeithoch 70% im Minus. Es hat sich aber auch gut was getan. Warum? Weil wir sehen, bei PulseX und bei Puls hier einmal vom niedrigsten Punkt aus. Ja, eine Steigerung von 33%. Ja, wenn wir das mal so ein bisschen hier hinbewegen, dann sehen wir da aber auch recht schön, dass sich das hier so angeschmiegt hat und es ganz so ausschaut, als würde es hier einfach immer weiter hochgehen. Ist natürlich nichts garantiert, aber genau das gleiche Phänomen sehen wir auch bei Wrapped Pulse. Bei Wrapped Pulse haben wir einen Minus von 60% aktuell. Es hat sich also stabiler gehalten. Dafür sind wir hier vom niedrigsten Punkt aus, ja, 40%, also sogar 10% höher als bei Puls X, was natürlich toll ist. Und auch hier sehen wir immer, wenn es in so ein Gear, wenn es runtergegangen ist, wo die Leute verkauft haben, die Weekends, ja, ist was passiert. Die Großen haben wie hier überall, das sieht man eigentlich immer ganz schön, wenn es runtergeht, gibt es wieder hoch. Runter, wird wieder aufgekauft, runter, aufgekauft, runter, aufgekauft, aufgekauft, es geht weiter runter, wird, ne, 12 Stunden lang gekauft, runter, gekauft, runter, gekauft, runter bis zum Boden. Hier wurde ja fast 20 Stunden lang nur gekauft, also es ging nur nach oben. Dann ein kurzer Verkauf, ein riesiger Kauf hier. Und ja, wie man auch sieht, es wird immer grüner hier. Ja, also es kann sehr gut sein, dass wir wirklich jetzt hier endlich mal hier diesen Boden gefunden haben. Und hier jetzt weiter in diese Richtung hochgehen. Langsam aber stetig, wo wir uns ja letztendlich alle drauf freuen. Wie schaut es aber beim Bitcoin aus? Beim Bitcoin ist in den letzten Tagen, wenn wir mal gucken, jetzt hier von Puls aus, Puls ist in den letzten Tagen, sagen wir einfach mal vom 16. aus, also hier, ja, gute 22% gestiegen. Auch der Bitcoin ist gut gestiegen in den letzten Tagen. Der Bitcoin ist, wenn wir hier vom 14. Juni einfach mal ausgehen, in den letzten Tagen. Na komm. Jetzt wird er mir hier nichts machen. So, der Bitcoin ist in den letzten Tagen sage und schreibe 20% in die Höhe gegangen. Kurz fast auf 22% und das in 7 Tagen. Also der Wahnsinn. Auch hier sehen wir eine positive Entwicklung. Hier sehen wir echt krass, wie hier auch genau das Gleiche natürlich passiert. Ja, wo jetzt natürlich diese positiven Nachrichten kamen. Hier war die Geschichte, wo, beziehungsweise hier war die Geschichte, wo die SEC Binance und Coinbase angeklagt hat. Was ist passiert? Sieht man auch hier ganz schön. Ne? Also es wird wirklich immer gekauft. Es ist wirklich krasser Kaufsdruck. Und ja, ich bin mal gespannt, wo das jetzt hier in Zukunft hingeht, ob wir hier auf circa 40k landen oder ob es nochmal runtergeht auf diese 24. 8, 24, 9, das weiß man ja nicht. Aber das ist genau das Ding, weil wenn es jetzt runtergeht, nochmal sagen wir auf dem Level, wo wir eben oder das letzte Mal waren, wäre das ein Minus von 14%. Wenn wir aber jetzt die Rally hoch bis zu 40, 42.000 machen, wären das 32% Gewinn. Ja, 32% im Gegensatz zu den. Ja, irgendwie geht's gerade nicht so gut. Egal. Auf jeden Fall ist es mega, mega, mega nice, denn wenn wir einfach mal gucken auf die Vergangenheit hin, ja, wir haben jetzt gerade wieder Preise wie im Mai 2022. Diese Zeit hier unten war natürlich perfekt zum Akkumulieren, zum Kaufen. Da sind wir mehr oder weniger fast wieder raus. Ja, allgemein ist es aber immer noch ein Top-Preis, wenn wir bedenken, wo der Bitcoin herkommt. Ja, das ist ja, ist ja fast wie ein Black Friday. Genau. Ist natürlich jetzt hier nicht,
ne, immer eigene Research betreiben oder halt eben ein Gespräch mit mir suchen, kann man da nochmal tiefer drüber reden, wann es wirklich Sinn macht zu kaufen und was Sinn macht zu kaufen. Aber ich denke, das sieht ja selbst ein Blinder fast hier, dass das aktuell ein guter Preis ist, um hier ja einfach Potenzial nach oben mitzunehmen, langfristig gesehen. Und jetzt reden wir aber nochmal über die Nachrichten. Was ist denn die letzten Wochen, die letzten Tage passiert? Wir haben hier einmal einen Artikel von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank klärt schon länger auf Kohle, Karte, Krypto, wie das digitale Bezahlen uns verändert. Hashtag, ne, Nummer 5, stärker als gedacht. Und es ist natürlich klar, dass immer weniger Bargeld genutzt wird und dementsprechend werden natürlich auch Kryptos immer weiter interessant. Und hier gibt es sogar ein Video, Bitcoin könnte das Gold des 21. Jahrhunderts werden. Und mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar sind Kryptowährungen zu wichtig, um sie zu ignorieren. Ja, deutsche Analystin Marion Labour über digitale Währung und die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Hier ein, glaube ein afrikanischer Gründer und Chef von einer Firma, die dort Zugang zu Finanzdienstleistungen bietet. Ja, der sagt, mobiles Geld hilft Menschen am Wirtschaftsleben teilzuhaben, weil es in teilweise in ärmeren Ländern, in Entwicklungsländern, gibt es keine Bank. Ja, da hast du dann Geld auf einer SIM-Karte und da sind natürlich Kryptowährungen, wo du die Kohle einfach ganz leicht auf einer Wallet, auf einer Börse oder auf deinem eigenen Handy oder auf einem USB-Stick halten kannst, natürlich super, weil man keiner Bank mehr vertrauen muss, sondern das Geld bei sich hat. Das ist ja genau das Gleiche hier in Deutschland. Ab einer gewissen Summe ist dein Geld einfach nicht mehr sicher und dementsprechend ist es auch einfach nicht ratsam, mehr als 100.000 oder wie viel auch immer auf der Bank zu halten, weil man selber einfach nicht mehr entscheiden kann. Ihr kennt es selber, mehr als 10.000 Euro Bargeldeinzahlung musst du nachweisen, musst du einen Nachweis haben, woher das Geld kommt. Hast du das nicht, ist es nicht möglich, beziehungsweise ja, schulden sie dir, beziehungsweise schreiben sie dir irgendwie was vor, du hättest Geld gewaschen oder was auch immer. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach schöner, wenn man hier einfach bei dieser, eigentlich bei dieser Geschichte, die irgendwie auch zum Meilenstein des Bezahlens gehört, also von Schnecken zu Bitcoins, ne, es entwickelt sich immer, immer, immer und weiter. Denn ja, sind wir doch mal ganz ehrlich, wie lange gibt es denn schon die Banknoten und so wie sich doch alles andere digitalisiert, wie die Kreditkarte alles verändert hat, gibt es natürlich jetzt auch hier eine Geschichte, wo das digitale Geld kommt, sodass wir nicht mal mehr eine Karte benötigen. Hier ist ein weiterer Artikel von der Wirtschaftswoche, denn was ist passiert mit der Deutschen Bank? Die Deutsche Bank hat eine Verwahrlizenz für Kryptowerte beantragt. Ja, die Deutsche Bank, und das ist ziemlich interessant, die verwaltet 150% von dem Geld, was überhaupt im Bitcoin drinne steckt, im Kryptomarkt, nicht nur im Bitcoin, also 1,5 Trillion Dollar. Und das ist natürlich eine Menge. Im Kryptomarkt stecken 1 Trillion Dollar. Und genau das macht das halt hier interessant. Ja, für die noch junge Kryptoindustrie ist der Antrag der Deutschen Bank als größtes deutsches Geldinstitut auf eine Krypto-Verwahrlizenz dennoch keinesfalls nur eine Randnotiz. Der Vorgang zeigt nämlich, Bitcoin und Co. werden von den großen Playern zunehmend nicht bloß Asset als Asset für Spekulanten betrachtet, sondern als ernstzunehmende Anlageklasse. Der Anzug in den, also von Kryptowährungen in den Mainstream hat begonnen. Ja, so. Und genau, hier steht es auch nochmal, ne, wer sich mit Kennern der Finanzszene unterhält, hört, dass immer mehr institutionelle Anleger in Kryptowährungen investieren wollen. Dazu zählen nicht nur Banken, auch Family Offices. Laut Insidern haben diese die Kryptokursrückgänge der vergangenen Monate dazu genutzt, sich günstig Coins zu sichern. Ja, seit Jahresbeginn notiert der Bitcoin mehr als 70% im Plus. So, und das ist natürlich extremst interessant, denn nicht nur die Geschichte mit, ja, mit BlackRock, sondern alles andere, was jetzt hier so passiert, ist natürlich extremst, extremst bullisch. Und nun strebt die Deutsche Bank hier sogar nach einer BaFin-Lizenz und die BaFin muss also diesen Antrag genehmigen. Und die Deutsche Bank wird dementsprechend dann hingehen und versuchen, noch mehr Kohle unter seinen Nagel zu reißen. Denn die wollen natürlich nicht, dass das Geld raus aus der Deutschen Bank rein in die Kryptowelt geht, sondern die möchten ihr dann sagen, hey, kauf doch den Bitcoin bei uns, du kannst den bei uns auch verwahren. Also haben sie immer noch Zugang aufs Geld, Zugriff.
und können immer noch selber entscheiden, was sie damit letztendlich machen. Hauptsache, der Kunde ist in dem Sinne, der deutsche Kunde ist in dem Sinne besänftigt, weil wenn er auf seine App guckt, ja, dann steht ja da, dass er seinen Bitcoin noch hat. Ja, aber was die im Hintergrund mit dem Geld machen, da sind sie dann natürlich selber dran interessiert, mit diesem Kapital, mit dieser Liquidität einfach mehr Geld zu machen. Ja. Die nächste große Geschichte war Fidelity Investments, eine sehr interessante Firma, die auch eine der größten Multi-Financial Services aus Amerika, aber überhaupt auch aus der Welt, ja, mit 4,3 Trillionen Assets under Management und angeblich im Dezember 2022 bis zu 10,3 Trillionen gewachsen ist, was fast größer wäre als Bitcoin aktuell, als BlackRock aktuell. Weiß ich jetzt nicht, inwiefern das richtig ist, aber es ist auf jeden Fall keine kleine Firma, die auch wirklich krasse Umsätze schiebt, viele Mitarbeiter hat und sehr krass hier im Bereich Indexfonds, ja, Wealth Management, also Vermögensverwaltung, Securities Execution, Clearance, Asset Custody und Lebensversicherung Bereichen ist. Und was haben die gemacht? Ja, die haben bereits im März diesen Jahres über 37 Millionen Kunden den Zugang geöffnet in Kanada und den USA mit Krypto, mit Bitcoin und Ethereum zu handeln. Die kürzlich gelaunchte Fidelity Crypto App deckt den Kauf und Verkauf von Ethereum und Bitcoin ab. Ja, so. Und genau, ist zunächst nur für US-Kunden verfügbar und man musste sich zuvor eine Warteliste eintragen. Ja, aber außerdem Fidelity reichte 2022 drei US-Markenanträge ein, darunter Patentanmeldungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen im Metaverse und eines Marktplatzes für NFTs. Was natürlich äußerst interessant ist, denn mit den Neuigkeiten jetzt, es sind alles Rumore, ja, aber das war jetzt, finde ich, für mich das Aktuellste, nämlich sogar von vor 2 Tagen. Ja, hier ist die Frage, ob Fidelity nun auch einen Bitcoin Spot ETF beantragt. Ja, ich meine, wäre ja ganz klug, wenn die jetzt mit BlackRock mitziehen. Ne, alles andere wäre auch ziemlich dumm. So die großen Vermögensverwalter sieht man ja bei der Deutschen Bank und sonst auch noch. Die lassen sich das natürlich nicht nehmen. Die möchten natürlich auch einen Teil vom Kuchen. Und so ist Fidelity Investments natürlich hier auch mit dabei. Und ja, wäre schon ganz cool, wenn da so bald ein Bitcoin neben dem Logo noch sitzen würde. Was aber eben auch interessant war, war, dass Fidelity gerade angeblich drüber nachdenkt, Grayscale zu kaufen. Was das heißt, ist Grayscale ist, das steht hier sicherlich auch noch unten. Ja, Grayscale hier, die stecken in finanziellen Schwierigkeiten und Grayscale ist, wie kann man das am besten beschreiben? Wir googeln es einfach mal eben, Grayscale Bitcoin. So, ne, das ist der Grayscale Bitcoin Trust. Hier kann man letztendlich Kryptos kaufen. Ich meine, das ist ein Future ETF. Ja, hier, one of the first securities invested in and deriving value from the price of Bitcoin. So, und das wird also investiert in Bitcoin und so kann man halt eben Bitcoin investieren vom Preis sozusagen sich, also sich von der Preisentwicklung dran beteiligen und hat halt eben die Möglichkeit so ja halt ja dran zu partizipieren. Ja, so und das Interessante hier ist halt eben, dass eine Share aktuell von dem Grayscale Trust nur 17,72 kostet, ja, und das ist natürlich interessant, weil sobald das meiner Meinung nach hier, wie hier, ne, fast auf, also fast gleichwertig ist, ist auch der Kryptomarkt bereit zu pumpen. Warum? Weil, naja, wenn jetzt ein Riese gerade Kryptos kaufen will, dann könnte der sich hier einfach beim Grayscale Trust einkaufen, sich Anteile davon kaufen. Denn ja, ich meine, wenn du Millionen hast und Millionen investieren willst, warum solltest du den teureren Bitcoin kaufen, wenn du den Bitcoin sozusagen gerade günstiger hier im Grayscale Trust bekommst?
der den Bitcoin ja letztendlich widerspiegelt und du sogar noch mehr Kursgewinne hast am Ende. Ich glaube, das war, ich hoffe, das war jetzt verständlich, aber viele sehen das noch als ausschlaggebend, wirklich letztendlich der Bullrun starten kann. Denn das ist ja erstmal schon mal ganz interessant. Wir haben ja bald das Halving in 8 Monaten oder 9 Monaten und genau, ich schätze mal, da wird der Preis hier mit diesem Preis, das ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, du kriegst für $17 was im Wert von $27. Hä? Macht nicht wirklich Sinn. Da kauft man doch gerne für $17 eine Share und kriegt direkt $10 geschenkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Und dementsprechend, ja, ist das natürlich eine übertrieben interessante Geschichte hier, ja, für die Großen bzw. für Fidelity, das ganze Ding hier aufzukaufen, weil die hier mit Grayscale letztendlich die Möglichkeit haben, sich extremst viele Kryptos, extrem viele Bitcoins, sagen wir es mal so, zu sichern, ja, und auf jeden Fall schon mal einen Sprung weiter nach vorne sind. Vielleicht können sie das auch als Bitcoin-Spot-ETF umwandeln oder was auch immer machen. Das Interessante ist hier, dass auch hier die SEC natürlich wieder gegen geklagt hat und die SEC wirklich alles versucht, um irgendwie, sag ich mal, irgendwas hiergegen zu tun, um das ganze Ding runterzuhalten, damit sich die Großen positionieren können. Und dann, wenn alle Klagen auf einmal gefallen lassen oder fallen lassen werden, dann geht's auf einmal hoch und dann denkt sich jeder, ach, hätte ich doch mal gekauft. Und deswegen nutzt die Chancen, wo die Preise unten sind, nutzt die Chancen, wo ihr denkt, Mensch, krass, dass der Bitcoin gerade so günstig ist, wartet vielleicht ab, bis der Bitcoin das nächste Mal runtergeht. Macht niemals Sinn, hohe, also in steigende Kurse zu kaufen. Das wird nur ein Anfänger machen, sondern man sollte immer den nächsten Dip abwarten. Hashtag buy the dip. Ja, und dann letztendlich sich so langfristig gesehen hier am Kryptomarkt aufstellen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, gern melden. Ja, ich habe eine Telegram-Gruppe. Ich habe das Gespräch, das ihr mit mir buchen könnt. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und stellt gern eure Fragen in die Kommentare sowie Videowünsche, die wir in Zukunft machen sollen. In dem Sinne, wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Schauen der nächsten Videos. Ciao.